Dabadabadabdab! Welcome back to the Flytech. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Weezen und Dozer sind halt eben ganz frisch von der Weihnachtsfeier zurückgekehrt. Der Patch 2.6 ist halt eben jetzt gerade halt eben rausgekommen. Und wir haben halt die große Ehre, euch eines der meist diskutierten und halt so meist gehassten Schiffe halt vorzustellen. Und zwar halt so die Drake Interplanetary Herald. Vielleicht so das umstrittenste Design, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ja, ist halt eben noch nett. Vor allen Dingen ist sie jetzt halt eben endlich wieder symmetrisch. Was heißt endlich wieder? Ich mochte sie asymmetrisch. Ja, asymmetrisch mochte ich sie auch. Damals habe ich sie geplätscht, aber jetzt ist sie symmetrisch. Ich fand sie asymmetrisch schöner. Ja, man kann sagen, sie ist ein Zäpfchen und sie weiß ganz genau, wo sie hin will. Ja, nur ich denke mal, nur wenn du so die Triebwerke dir anschaust, ja, von diesem Monster, und sie wäre asymmetrisch, ich glaube, es wäre kaum zu steuern gewesen. Ist doch scheißegal, aber ich meine eigentlich, halt, so geh nochmal halt auf die andere Seite rüber. Das Ding ist eigentlich ein... Die Seite oder welche Seite? Die ich jetzt. Möchte ja das Schiff im Querschnitt... Ja, wunderschön. Das Ding ist eigentlich ein einziges Triebwerk mit dem Cockpit dran. Ja. Genau, und einem Server-Rack. Das stimmt, das schauen wir uns auch gleich an, aber das Ding ist eigentlich ein Data-Runner. Genau. So, das ist halt so die Funktion des Schiffes. Spezialgebiet E-War, es wird halt Daten, also es gibt hier eigentlich noch, das sieht man glaube ich noch, doch, man sieht es hier, diese Dinger hier, diese Klappen sollen eigentlich aufklappen und es wird quasi eine fliegende... Sag mal, steht der SATA dran? SATA M6A1, whatever. Und hier oben auch. Ist verrückt, wir bereisen den solaren Raum, ja, wir haben Warp-Geschwindigkeit, wir springen halt eben durch Wurmlöcher, aber S-Arter ist immer noch das Beste, ist immer noch was wir der Standard. Haben. Nein, ja, aber diese ganzen Klappen, was man hier sieht, ah, schön, ich habe ja auch hier das Helm-Display. Ja. Hier auch dieser Bereich, wie so ein Laserpointer, wie so ein Opa mit so einem Laserpointer. Hier oben habe ich es auch nochmal. Das sind alles Satelliten, quasi Teile eines Satelliten-Arrays oder eines Com-Arrays, was aufklappen kann und dann kann ich halt Daten, quasi verschlüsselte Daten empfangen und die dann in der eigenen Datenzentrale oder im eigenen Server-Rack quasi verarbeiten und entschlüsseln. Oder auch andersrum, ich kann auch eigene Daten von anderen Schiffen weiterleiten, als Relais funktionieren. Eigentlich ist es ein fliegendes Com-Array mit der Möglichkeit, halt Daten zu verschlüsseln oder verschlüsselte Daten wiederum zu entschlüsseln. Genau. Wir haben jetzt eben hier unten im Bauch, wenn wir da mal kurz rangehen, halt, so das sieht halt eben aus, als wären da halt so die Festplatteneinschübe, was halt irgendwie relativ albern wirkt. Naja, wahrscheinlich schütze ich die Mannschaft als Panzerung mit Festplatten, aber ich glaube, es wäre keine gute Idee, wenn diese Daten wichtig sind. Na, vor allen Dingen halt so, hohoho, ich habe hier so wichtige Daten, halt so, dann sind die Dinger außen. Zum ja. Mitnehmen. Dann kann ich einfach halt so, oh, wups, rausziehen. Zack, rausgezogen, genau. Pull, ist. Lift, zack, raus und dann gut ist. Nein. Glaube ich eher weniger. Die werden ja. Zerstört, wenn du es aufklappst. Ja. Sofort. Definitiv, alles explodiert. Genau. Auch schwierig für so, wir gehen mal rein. Jedenfalls, das Schiff gehört ins Segment E-War und wird in dem Bereich, es kann sogar Täuschkörper haben unter Umständen. Ja, die dann falsche Positionen vorgeben, die andere Schiffe täuschen. Alles voller Server-Racks, guck mal. Ja, und es sieht einfach geil aus. Na, das ist doch hier die ultimative Hackerhöhle. Jetzt bist du irgendwie rausgerutscht. Ich schau mal hoch schnell und geh vorwärts. Ja, ah, genau. Ja, perfekt. So, die ultimative Hackerhöhle, halt so alles voller Server-Racks, oh, halt so. Von vorne bis hinten voll. Wo gehst du jetzt eigentlich schon wieder hin? Ich wollte einfach nur aus meinem Ordnungsdrang heraus die Tür schließen. Ja, das war total unnötig, deswegen machen wir es nicht nochmal. Nein, sorry. Nee, genau. Das hier ist nämlich halt so der E-War-Seat, ja. Wenn man so möchte. Halt so umgeben von Monitoren und im Rücken alles voller Server-Racks. Und ich find's auch einfach geil. Also die Vorstellung, dass du so Missionen machst, so wie im Welt, also wie im U-Boot. Du verdunkelst alles, schaltest halt quasi alle unnötigen Systeme aus, damit du im Gleitflug unterwegs bist. Fängst halt irgendwie, hörst halt quasi den Feind ab, hörst quasi den Funkverkehr ab und entschlüsselst das hier und kriegst die ganzen Daten der feindlichen Flotte. Und keiner darf dich bemerken währenddessen. Genau, und es läuft ja alles auf deinem Monitor zusammen. Und dann, wenn du es gesammelt hast, halt, dann stehst du auf, gehst nach vorne ins Cockpit und dann ist halt einfach mal Hard Pedal to the Metal und ab dafür. Weg, 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 genau. Weg. Weil dazu sind diese riesengroßen Triebwerke nämlich gedacht, einfach so schnell wie möglich halt so sich zu verpissen. Oder du dechiffrierst die ganzen Daten hier, ja, oder nee, machst quasi neuen Code drauf, verschlüsselst sie, feuerst irgendeinen Täuschkörper, einen E-War-Täuschkörper ab. Machst irgendwie einen Störsender auf und schickst die eigenen Daten raus. Und keiner weiß, wer es geschickt hat. Kann auch sein. Das wäre halt eben so die andere. Das wäre so die sophisticated Version des Spions hinter den im Kalten Krieg hinter den feindlichen Linien. Genau, wir sehen aber halt eben auch, dass dieses Cockpit halt eben nur für einen einzigen halt so Piloten gedacht ist. Mit Toilette? Ja, wir haben auf jeden Fall ein Scheißhaus. Das sehr ist halt richtig. So, hilft halt eben bei diesen Missionen halt schon mal generell sehr. Dann haben wir ein kleines Waschbecken, um die Hände hinterher zu waschen. Und ein First Aid Kit.
ja, falls Hände, Händewaschen nicht reicht. Und dann haben wir halt eben auch eine Koje. Sehr schön. Ist das hier oben nicht eigentlich ein Leiter für eine zweite Koje? Nee, glaube ich eher nicht. Nee, das ist halt einfach ein Fach, wo halt anderer Krempel ist. Ach, da kannst du reinklettern und wahrscheinlich diese weitere Wartungstappe dahinter, dann kannst du halt auch nochmal reparieren. Möglicherweise, aber das ist Spekulation. Und hier wieder die schön eingepackten Teile von Drake, das scheint irgendwie so das beste Wahl der Mittel zu sein, um Kabel zu verstecken. Eine Plane aufzuspannen. Das sieht halt einfach halt so krass nach Isomatten aus. Ja, mit Klettverschluss. Das ist halt einfach Isolationsmaterial, das ist halt eben nicht so wahnsinnig kalt wird in Space, damit man nicht so viel Wärme verliert. Weil eigentlich im Grunde genommen ist dieses Ding halt einfach eine fliegende Serverfarm, ja. Mit ein bisschen einer dünnen Außenhaut nach außen und dann wird es halt ein bisschen kalt an Bord, wenn man Pech hat. So, lass uns nochmal nach vorne ins Cockpit gehen. Ich mag das auch. Ich finde auch, das Waffenrack finde ich geil. Da ist ein Waffenschrank, halt, so, ja, den man halt so voll bestücken kann, halt so mit 1, 2, 3, 4 Gewehren, wenn man möchte. 6, oder? 1, 2, 3, 4. 4, 5, also 6 ja. Sturmgewehre für 2 Leute finde ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das muss jeder für sich entscheiden. Naja, ich meine, jetzt kann nur einer hier schlafen, aber trotzdem können sich ja trotzdem hier 6 Leute drin rumdrücken. Und jeder für 2 Hände halt, ne? Jeder 2 Sturmgewehre, dann geht's naja, schon wenn auf. Man halt was verteidigen muss, wäre das halt eben schon nicht so unnett. So, und wir kommen jetzt hier in diesen Rüsselbereich, ja, in diesen Hals des Schiffes. Aber dieser Eingriff da vorne am Sitz. Ich finde auch diese Kunst, diese grüne Kunstplastik-Lederüberzug, dieser sieht auch aus, als wenn es dafür gedacht wäre, dass wenn du einpisst, dass man es einfach so schnell irgendwie so abwaschen kann mit so einem Lappen rüber und dann geht's wieder. Ja, der Sitz sieht halt eben schon aus wie ein Klo, aber es ist halt so, könnte auch aus dem Hind rausgeschnitten sein, ja. Halt so irgendwie eigentlich halt so funktional russisches Design. Das aber, Cockpit ist auch ja, echt mal... Ja, das kennt man halt eben von Dragon the Planetary, ne? Das ist halt eben alles total hardcore irgendwie... Zweidimensional auch. Du hast halt vorne so ein Brett aus irgendwie Multifunktionsdisplays und darüber ein bisschen Cockpit, noch ein minimales HUD so, dann muss halt gehen. Naja, festverdrahteter Gleichstrom kann unmöglich gestört werden, genau. Ja, da passiert niemals irgendwas und wenn doch was passiert, dann drücke ich da auf Manual Release, was auch immer das da halt kannst du irgendwie hier noch den Raum wahrscheinlich entpumpen, so, falls ein Feuer ausbricht, so, kannst du Vakuum herstellen. Docking Collar. Hä? Wo war denn hier bitte ein Docking Collar? Niemals vorgesehen. Ich glaube eher, dass es halt eben ein Fehler war, dass sie halt eben das da hingeschrieben haben, aber egal. Aber schauen wir uns das Ding doch einfach mal von außen an. Ich meine, wow. Die neuen Kamerafahrten, die sind jetzt ein bisschen sehr schnell, aber so ist es halt. Aber die Lichteffekte sehen auch geil aus, ne? Wir haben, im letzten Patch war bei 2.5 war noch das Problem, dass wir immer diese Blur-Effekte extrem aggressiv waren. Hier das haben sie wieder zurückgeschrieben. Sieht es besser aus und die Reflexionen, na gut, die sind noch nicht ganz natürlich. Aber trotzdem ein ziemlich geiles Cockpit, wobei das Cockpit keinen Steuersitz hat, ne? Also diese Scheiben sehen zwar aus, als ob man sich durchspringen könnte, aber das ist nicht der Witz dabei. Das macht Drake grundsätzlich nicht. Drake hat halt eben keine Schleudersitze. Da ist der Pilot nicht so wichtig. Nö, aber man sieht halt eben diesem Teil halt schon an, dass es auf jeden Fall verdammt schnell wird. Sag mal, haben sie die Raketenracks in den Intake reingebaut? Ja, das kommt mir jetzt halt eben auch ein klein wenig fahrlässig vor, weil ich glaube halt so irgendwie beim Turbinen-Intake jetzt halt so die Abgase oder halt so dieses, das sind Strikeforce-Raketen. Den Abwurf halt so eines Treibsatzes. Na, das sind Cross-Section-Raketen, die sie verbaut haben. Das ist alles noch Intake. Early Alpha, das muss keinen Sinn machen. Also insofern, Leute, ne, halt so schaut euch dieses Ding an. Das ist halt schon ganz geil, ja. Ich meine, die Bewaffnung ist insgesamt, ja, die Laserbewaffnung ist wirklich rudimentär. Das Schiff ist offensichtlich nicht für den Nahkampf fürs Dogfighting gebaut. Diese aber Triebwerke erzählen eine andere Geschichte, ja. Wenn wir beschossen werden, geben wir Vollgas und sind weg. Ja, das ist die Idee dahinter, ja. Ich wollte sagen, die Kämpfe ist auf jeden Fall nicht die Idee, aber sag mal, unter diesen Stummelflügeln haben sie ja wirklich halt noch ein paar Repeater angebracht. Ja, die ne? sind auch wirklich Bulldog-Repeater der kleinsten Größe, ja. Die sind und auch unter der Schnauze aber ein Badger, aber alles gimbelt. Also zumindest alles gimbelt. Das stimmt, ja. So, mag Sinn machen oder nicht, aber zumindest halt so irgendwie eine rudimentäre Bewaffnung ist am Start. Ja, also dieser Data Runner, wie gesagt, halt so ein Zäpfchen, das weiß, wo es hin will. Ich glaube, das Schiff wird später wirklich eine große Rolle spielen, gerade wenn es darum geht, dass man halt strategisch arbeitet, dass man vielleicht sogar die Flottendaten der eigenen Schiffe auf dem Schirm behalten will. Mhm. So. Es wird bestimmt kein Schiff sein für Einsteiger, die jetzt mal eine einfache Mission suchen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, mit dem Schiff wüsste ich halt eben nicht, was ich machen soll. Klar habe ich eine Koje, womit ich halt eben schon viel anderen Schiffen voraus habe, aber trotz alledem, ich meine, eigentlich ist es halt einfach nur sehr schnell hin und weg. Ja, absolut. Ich meine, ganz kurz, bevor wir aufhören, ne, man sieht noch, wie detailverliebt eigentlich
das Design ist, dass hier jetzt jede Niete inzwischen, ne, bei Star Citizen halt inzwischen... Das sieht aus wie ein Helikopter-Cockpit eigentlich. Aber überleg doch mal, jede blöde Niete, jede kleine Spalt ist im 3D-Modell schon drin. Es sind keine Texturen mehr, ne? Es ist komplett... Nee, die Schiffsdesigner halt von ASI machen halt wirklich halt einen Wahnsinnsjob. Also das heißt ASI Robert Space Industries oder halt eben Cloud Imperium Games. Die Typen, die halt eben halt so uns dieses Universum halt eben bringen und einfach solche wahnsinnig detaillierten Schiffe bauen. Das ist halt unglaublich geil. Es erklärt so ein bisschen, warum jetzt vielleicht so die Hornet und die alten Schiffe der ersten Generation wieder bearbeitet werden, weil die waren noch nicht so aufwendig gestaltet wie diese Schiffe. Exakt, ja. Ich würde sagen, damit sind wir durch. Exakt, genau. Und gehen ins Bett. Ja, vielleicht. Also wir machen aber halt so vielleicht noch irgendwie halt einen kleinen Abstecher nach Samurin. Wir gucken nochmal. Jedenfalls, liebe Freunde, liked und disliked diese Episode, wie sie euch gefallen hat. Und vor allen Dingen abonniert diesen Kanal. Schaut mal auf Patreon vorbei, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt. Aber vor allen Dingen halt so, schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wolltet, was ihr nicht sehen wollt, halt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und Reason und Dozer sagen euch jetzt wie immer, see you on the flight deck!